Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Heute wird es kreativ. Heute möchte ich mir ein neues Hintergrundbild erstellen. Und zwar genau das, was ihr hier seht. So in etwa soll es aussehen. Das wird in etwa das Endresultat sein. Ja, und ich gehe mit euch da mal so ein bisschen Step by Step gemeinsam durch, wie ich da jetzt vorgegangen bin. Und zwar, Ausgangsbild war... Erstmal gucken, das ist das fertige Bild. Das ist mein Ausgangsbild. Mit diesem Bild starte ich jetzt durch. Genau, der Tuxer 0 ist es. Einfach ein Plüschtier, was ich abfotografiert habe. Ja, direkt auf meinem Schreibtisch habe ich es platziert. Und ja, ist eigentlich unbearbeitet, aber was heißt eigentlich, es ist noch unbearbeitet. Und genau, was brauchen wir zudem noch? Wir brauchen ein Hintergrundbild. Dazu rufe ich einfach mal Google auf und gebe einfach mal ein Hintergrund Linux. Klicke hier auf Bilder. Also ich finde immer dunkle Bilder immer ganz gut. Würde das vielleicht aussehen? Was meint ihr? Ich speichere mal einfach so ein paar ab und gucke dann einfach mal, was ich jetzt dann im Endeffekt nehme, weiß ich noch nicht. So, ich denke mal, ich habe eigentlich eine ganz gute Auswahl jetzt getroffen. Ich schaue mir alle Hintergründe jetzt nochmal an. Ich mache noch kurz auf Details, weil zu klein sollte die Auflösung ja nicht sein. So wie hier zum Beispiel 78 Kilobyte ist dann doch ein bisschen wenig, das lösche ich wieder. Genau, ich schaue nochmal, welches ich jetzt im Endeffekt nehme. Das benenne ich nochmal eben um. Sagen wir mal hier raus 004. So, 004. Na, eine 0 zu viel. So, jetzt habe ich es. Hintergrund 2. Ja, genau, das war das fertige. Genau, also die 4 habe ich jetzt zur Auswahl. Das müsst ihr einmal selber mitentscheiden. Welches sollen wir nehmen? Zum Matrixbild. Das, aber ich glaube, das sieht nicht so gut aus, wenn hier der Tux drauf ist. Das könnte gut aussehen, das müsste aber dann genau überdeckt werden. Das gefällt mir eigentlich am besten. 004, was hat das für eine Auflösung? Ah, 57 Kilobyte nur, das ist ein bisschen wenig. Oder ich nehme das. Ich versuche mal das, komm, ist egal. Öffne mit, GIMP, auswählen. Zack, jetzt habe ich beide Bilder importiert in meinen GIMP-Ordner. Das ist der Hintergrund und im Vordergrund soll der wunderschöne Tux hier erscheinen. Ich schneide den erstmal so grob hier aus mit den, wie heißt das Werkzeug? Auswahl, rechteckige Auswahl. So, kann man hier so ein bisschen so, na komm, bisschen anpassen. Oben kann noch weg, hier an der Seite auch. Steuerung X, zack, da ist er weg. Jetzt sage ich ihm Bild einfügen als neues Bild. Das brauche ich nicht mehr. Er fragt abspeichern, dann sage ich ihm verwerfen. So, es ist also schon mal ein wenig gröber ausgeschnitten. Jetzt versuche ich mal mit dem Zauberstab mir hier den Tux auszuschneiden. Hier unten haben wir den Schwellenwert. Und ich gucke einfach mal, was passiert. So, wenn ich das jetzt so mache, Steuerung X, wie man sieht, ist das jetzt nicht besonders gut. Obwohl hier die Konturen, die werden schon sehr gut erkannt. Nur dann müsst ihr natürlich hier dementsprechend hier weiterschneiden. Machen wir rückgängig. Ich erhöhe meinen Schwellenwert auf 63, 62. So, immer noch nicht gut. Machen wir noch ein bisschen höher. Sagen wir so um die 70. Immer noch nicht gut. Ja, hier muss man sich so ein bisschen rantasten. Es kann natürlich sein, dass es nicht funktioniert. So, ich habe das Gefühl, das wird so nicht funktionieren. Ne, das wird so nicht funktionieren. Definitiv nicht. Dann müssen wir Trick B versuchen. Und zwar schneiden wir ihn erstmal so grob aus mit dem Lasso. So, mit dem Zauberstab gehe ich jetzt hier einmal rum. Halte die Maustaste gedrückt. Und schneide mein Tux noch weiter aus. So, sage ich nochmal Steuerung X. Oh, habe ich da etwas vergessen? Ne, da ist nur der Schatten. Und sagen wieder, bearbeite, einfügen
als neues Bild. Dann sage ich das Verwerfen. So, und jetzt versuche ich nochmal den Zauberstab. Aber ich denke mal, da wird sich nichts dran ändern. Genau das habe ich mir nämlich befürchtet. Ich mache den Schwellenwert nochmal höher. Mit dem Zauberstab habe ich jetzt einen Schwellenwert von 81,4 eingestellt. Und hier schneidet er das schon recht sauber ab. Ich drücke die Entfernen-Taste. Oh ja, das sieht doch schon richtig gut aus, ne? Jetzt habe ich hier unten noch eine unsaubere Stelle. Jetzt macht er Wert zu viel. Na, Schwellenwert muss, glaube ich, kleiner. Na, noch kleiner. Noch kleiner. Ja. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja, das ist Wert zu viel. Nehmen wir hier ein bisschen runter. Das ist jetzt die Frage, hat er jetzt hier zu viel markiert? Ja, der geht schon in den Stoff hinein. Hier hat er sauber geschnitten, noch eben nochmal kontrollieren. Ja, das sieht doch schon richtig gut aus. Mach den Schwellenwerten mal noch kleiner. Ja, das sieht doch auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Die restlichen Krümmel, die mache ich später weg. Das sieht auch gut aus. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir noch was. Ja, da ist noch ein bisschen was. Gehen wir einmal so ein bisschen rum. Oh ja, hier muss noch was weg. Hier und hier. Aber alles Schatten hier. Ja, das passt auch. Ah ja, das hat er doch schon super abgeschnitten. Das kann weg. Und hier vorne, hier ist auch noch so ein bisschen was weg kann. Ja. Das sieht sehr gut aus. Das muss hier auch noch weg. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Fummelarbeit, keine Frage. So, und jetzt hoffe ich mal, dass der ganze Tux vernünftig gefangen werden kann. Das wäre jetzt so mein nächstes Ziel. Ja, Schwellenwert muss natürlich noch weiter nach oben. Noch weiter nach oben. Noch weiter nach oben. Ja, jetzt ist der Tux gefangen. Jetzt sage ich mit Steuerung X. Ah ja, jetzt sehen wir, dass einige Farben werden nicht mit ausgeschnitten. Warum auch immer. Ich mache den Schwellenwert mal noch höher. Ich mache den mal volle Pulle. Gucken, was jetzt passiert. Steuerung X. Ja. Und sage, wieder bearbeiten, einfügen als neues Bild. Und jetzt habe ich einen lupenreinen Tux. Das heißt, hier sind immer noch beim Übergang so ein paar unsaubere Kanten, sag ich mal. Und die möchte ich jetzt auch mit bearbeiten. Zauberstab. Nochmal. Drücke die Shift-Taste. So, jetzt müsste eigentlich richtig markiert sein. Jetzt versuche ich mal ein bisschen rumzuwischen. Ja. Oh, der Pinsel ist zu groß. Arbeite rückgängig. Mal Pinsel mal ein bisschen kleiner. Versuche jetzt hier diese dunklen Stellen bisschen zu touchieren. Der kann noch ein bisschen kleiner, ne? Und gehe im Endeffekt einmal um den Tux damit herum. Mit dem Werkzeug verwischen. Ja, hier ist auch noch irgendwie etwas Dunkles. Hier ist noch ein bisschen was Helles. Mache ich den Pinsel mal ein bisschen größer. Muss man immer so ein bisschen so von Situation zu Situation entscheiden. Man hat ja hier alle Möglichkeiten der Welt. So, hier bei dem Haar passt das eigentlich. Kann ich nochmal gucken. Ne, hier hat also super ausgeschnitten. Hier erkennt man noch am Fuß, das ist nicht ganz sauber. Mein Pinsel etwas kleiner. Ja, 12 sollte schon passen, ne? Also Sinn und Zweck ist es eigentlich jetzt hier diese Übergänge schön sauber zu bekommen, dass diese dunklen Stellen jetzt hier so verschwinden. Ist ja so ein bisschen so Schattenbereich, dass es einfach ein bisschen sauberer alles aussieht. Und der Rest, behaupte ich einfach mal, ist soweit
Okay, das kann man natürlich alles jetzt noch mehr verfeinern, aber es geht jetzt im Endeffekt erstmal nur so um das Grundprinzip, sage ich mal. Und ich denke mal, das ist damit ja dann schon erklärt. Ja. Ja, fein, 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 fein. So, ja, und jetzt kann ich, die Markierung ist ja noch einmal um den Tix herum. Der ist ja jetzt soweit fertig bearbeitet. Ich sage ihm wieder Steuerung X. Schau nochmal nach, hat er alles ausgeschnitten? Ja, keine restlichen Farben sind zu erkennen. Gehe auf das Hintergrundbild meiner Wahl, welches ich als Hintergrundbild verwenden möchte. Sag ihm Bearbeite einfügen als neue Ebene. Jetzt nicht ein neues Bild, sondern neue Ebene. Jetzt sehen wir, der Tux ist viel zu groß. Und jetzt gibt es den Filter oder das Werkzeug Skalieren. Also, wenn ihr das jetzt hier nicht direkt findet, überall, wo hier so eine kleine Mini-Ecke ist, da einfach mal mit der linken Maustaste draufgehen, festhalten, und dann kann man sich da dementsprechend auch ein anderes Werkzeug aussuchen. Zum Beispiel, zack, jetzt hätte ich drehen. Und wenn ich drehen nicht haben will, ich möchte skalieren, dann wähle ich mir einfach skalieren aus. Jetzt klicke ich hier irgendwo in die Auswahl ein, muss darauf achten, dass ich die richtige Ebene angewählt habe. Wenn die Ebene angewählt ist, dann will ich jetzt das Hintergrundbild skalieren. Aber ich möchte ja den Tux skalieren, deswegen muss das hier markiert sein. Linke Maustaste anklicken und schon hat man diese, ja, diese Ecken oder diese Quadrate besser gesagt. Ich drücke mal eben Steuerung und Mausrad und ziehe mir das auf die gewünschte Größe. Und jetzt kann ich skalieren. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass hier, dass diese Kupplung hier zu ist. So wäre sie auf, die Kupplung. Und so ist sie geschlossen. Das heißt, ich kann es mal eben zeigen, wenn das jetzt hier auf ist. Dann kann man den Tux natürlich so hin, kann man den quetschen und in die Länge und in die Breite ziehen. Gehen wir wieder auf Zurücksetzen. Und wenn die Klammer zu ist, dann bleibt einfach das Seitenverhältnis so, wie es sein sollte. Jetzt kann ich mir den Tux so zurechtschieben, wie ich es haben möchte. So, wenn ich fertig bin, sage ich ihm skalieren. Mache mir das Bild mal wieder ein bisschen größer. Und bin eigentlich fast fertig. So ist mir jetzt ein bisschen langweilig. Ich möchte irgendwie noch so ein bisschen den Tux so, ja, ein bisschen präsenter gestalten. Und dafür eignet sich zum Beispiel ein Filter, der nennt sich Licht und Schatten. Schlagschatten ist einer meiner Lieblingsfilter. Hier muss alles auf 0 sein. Ich wähle mir eine Farbe aus, mal weiß. Und hier habe ich noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Weichzeichenradius wähle ich immer klein, sage ihm OK. Und jetzt drücke ich einfach mal Steuerung F. Mehrmals. Bis ich dann der Meinung bin, jetzt habe ich genug Schlagschatten. Ne, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich benutze den gleichen Filter nochmal. Gleiche mache ich mit einer zweiten Farbe. Ich probiere mal gelb aus. Ja, achte ja darauf, dass hier 0 und 0 ist. Ja, am besten ist, man gibt das mit der Hand ein. So 0 und 0. Und erhöhe den Radius. Der ist ja jetzt schon auf 10, das heißt, er ist höher. Sag ihm okay, drück wieder mehrmals Steuerung F. Ups, ja. Und schon habe ich einen erleuchteten Tux. Ja, ich bin der Meinung, das gefällt mir so. Ich könnte den Hintergrund auch noch mal ein bisschen bearbeiten. Ich wähle hier die Ebene Hintergrund an. Dann könnte ich zum Beispiel hergehen und sagen, ich verändere mal den Gamma-Wert ein bisschen. Da spiele ich einfach mal so ein bisschen herum. Muss man vielleicht mal so ein bisschen so ausprobieren. Vielleicht so. Natürlich ist ein bisschen Geschmackssache, keine Frage. Vielleicht so, ne? Machen wir geteilte Ansicht. So sah es vorher aus. Jetzt habe ich es ein bisschen heller gemacht. Ah, ist vielleicht ein bisschen zu hell, ne? Mal ganz gucken, wie es vorher aussah. Ja, so gefällt mir das. Und man könnte nochmal Farben machen, nochmal ein bisschen mit der Sättigung rumspielen. Ja, da passt, tut sich nicht so viel. Helligkeit nicht. Farbton vielleicht noch ein bisschen. Nee. So nicht, so nicht. So vielleicht. Oh ja, so hat was, ne? Ist schon ein bisschen krass, keine Frage. Ja, und so habe ich ein wunderschönes neues Hintergrundbild. Wenn ich der Meinung bin, jo, das ist super, dann kann ich hergehen und sagen, exportieren nach. Und ich nenne es einfach mal Hintergrund 3. Hier
klicke ich immer auf Vorschau im Bildfenster anzeigen, um einfach zu sehen, wie groß wird die Datei. Dann kann ich mit der Komprimierung noch ein bisschen rumspielen. Ja, also 1,2 Megabyte ist, denke ich mal, eine ganz gute Größe für so ein Bild, dass sie auch eine vernünftige Qualität hat. Das Bild ist ja jetzt Hintergrund 2 und ich aktiviere jetzt das von uns erstellte Hintergrundbild 3 aus GIMP und sage ihm als Hintergrund festlegen. Zack! Gut, groß ist der Unterschied jetzt nicht. Ich kann das ja auch mal so anmachen. Das war unser voriges Bild. Na, Leiste, geh mal da weg. Geht nicht weg. Egal. Das ist unser neues Hintergrundbild. Aus irgendwelchen Gründen ist der jetzt ein bisschen dicker geworden, sehe ich gerade. Da habe ich beim Skalieren bestimmt nicht aufgepasst. So wäre eigentlich original. Und so ist unser neuer Tux. Gut, das soll es auch an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!